Herzlich willkommen zurück. Schön, dass ihr bei eurer Reise wieder da seid. Wir gehen jetzt direkt hier rein, Bagaya. Was mir bloß noch eingefallen ist, ich muss mal kurz was googeln. Ich habe das Panorama vergessen, ne? Ich hoffe, dass wir... Ich laufe jetzt nicht den ganzen Weg wieder zurück, wenn wir hier durch sind, dass ich hier nochmal hinkomme. Ansonsten muss ich hier später echt nochmal hoch und das hoffe ich nicht, dass wir das müssen. Jetzt erstmal rein. So. Danke. Genetische Identität bestätigt. Ausgang autorisiert. Guten Tag, Dr. Sobek. Bitte treten Sie durch. Ausgang? Ich dachte, das wäre ein Eingang. Gut, allzu viel dürfte ja nicht mehr da sein. So eine Sprengung dürfte doch ordentlich Schaden eingerichtet. Gut, da muss ich gleich runter. Dann gehe ich erstmal hier gucken. Hier ist doch bestimmt noch irgendwo. Will zumindest alles an Infos mitnehmen, was wir finden. Auch so ein bisschen Loot, wo wir wahrscheinlich nicht mal allzu viel von mitkriegen. Aber Kugeln, naja, kann man ja mal. Wie sag ich ja? Die gute Lohe, du. So, und hier, dort ist noch eine Audiodatei. Ankunftsprotokollierung Shen Mago. Willkommen in der Eishölle. Bevölkerungszahl 10. 11, wenn man Gaia mitzählt. Zähl deine Hühnerembryos nicht, bevor sie ausgebrütet sind, Schätzchen. Wir haben sie noch nicht angeschmissen. Es wird noch dauern, bis du dein Omelett essen kannst. Ich bin Veganerin, Travis. Man sollte denken, dass dir das in der langen Zeit in der Geheimbasis mal aufgefallen ist. Eigentlich sollten wir erst in 3 Wochen hier einziehen. Ist dir klar, dass ich gerade 350 Kilo Schundliteratur im Transit verloren habe? Moment mal, physische Medien? Warum hast du sie nicht digitalisiert? Nichts geht über das Gefühl, physische Medien in den Händen zu halten. Und hier drin werden wir nicht allzu viel anderes berühren. Ich wollte mir die Zeit damit vertreiben, sie zu aktivieren. Was ist mit dir? Mit mir? Ich werde wohl arbeiten. Meine Aufgaben werden mich gut 3 Jahre lang beschäftigen. Da ist noch viel Feinschliff nötig. Und danach, darüber habe ich noch nicht nachgedacht. Das wirst du noch. Bist wie alt? 30? Dann wirst du wohl hier am Ende das Licht ausmachen. Stoff zum Nachdenken. Was, Veganerin? Du wirst mich noch ewig nerven. Nein, nicht ewig. Nur den Rest deines Lebens. Alter, was? Okay, das war ein Privatgespräch zwischen Leuten, die hier wahrscheinlich alles bewachen sollten. Oder überwachen, besser gesagt. Ah, aber gut, was ist denn an Veganer so schlimm? Ich meine, das muss doch jeder selber wissen, wie er lebt. Pass auf, wo du hintrittst. Ja, danke, Silence. Das habe ich gesehen, aber danke. So, hier geht's doch lang. Ich muss wahrscheinlich runter, vermute ich mal. Eloy? Danke. So, hier geht's weiter, den daran und hier fallen lassen, oder? Jo, sehr schön. Den sind wir hier. Eine Etage niedriger, hier scheint ja mal ein bisschen mehr zu kommen. Bin mal gespannt, was hier noch heil ist. Die Sprengung dürfte nicht viel überlebt haben. Gut, ob wir hier jetzt Gegner haben, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht, aber glaube ich nicht. Die Eclipse weiß ja gar nichts von dem Ort hier. Soweit wir wissen, haben sie davon noch gar nichts mitgekriegt. Gut, auf jeden Fall ist ein Riesenloch im Berg. Die Anlage war mal deutlich größer. Viel ist davon nicht übrig. Muss ich hier jetzt runter? Wahrscheinlich. Vorsichtig. Abseilen. Gut. Ich frag mich ja, war hier eine Atombombe irgendwie in den Dateien versteckt? Also, womit hat Gaia das gesprengt? Das muss einen riesen Knall gegeben haben. Zumindest war das keine kleine Bombe. Definitiv nicht. So, ich muss hier irgendwo hoch, ne? Jo. Leider macht Gaia das durch die Sprenger auch nicht gerade einfach, sich hier zu bewegen. Oh, warte, wo die. So, genau. Denn da wieder hoch. Da geht's wieder rein, sehr schön. Wo ist noch ein Heilkräuterchen? Ich meine, wenn ich sowas hier finde, kommen vielleicht doch noch Gegner. Antworten. Hier ist auch so einiges zum Bruch gegangen. Na, hier hängt ein Kabel im Weg. Gut. Ach komm, hier muss ja irgendwas Interessantes zu finden sein. Ich will mehr Story. Ich will mehr Info. Was haben wir da? Energiezelle. Das müsste die letzte Energiezelle sein, um an diese alte Rüstung heranzukommen. Ja, nice. Aber hier geht's nicht weiter. Ich bin gerade aus Versehen den falschen Weg gelaufen, der sich sogar sehr gelohnt hat. Okay. Warum nicht?
muss hier rüber, ne? Oder? Muss ich hier runter? Nee, das geht von oben runter. Ich muss da hoch. Alles klar. Hey, komm ich aber nicht hoch. Ist hier irgendwo was zu klettern? Ich habe gedacht, dass ich da vielleicht, weil das so gelb aussieht, mich festhalten kann. Hier, ne? Hier geht's hoch. Ja. Nee. Geht's nicht. Sah gerade so aus, als wenn man sich da festhalten kann. Es ist doch so ein Festhalte-Dingsbums da. Aber da hält sie sich nicht fest, okay. Wie gedenken die sich das hier? Von da komme ich ja. Hier geht's nur wieder runter. Das ist, ich muss da hoch. Und zwar ist da das Ding. Ich will da bloß nicht ranspringen. Warum auch immer. Ach komm. Eloy, hol dich da doch mal fest. Bitte. Ja, aber hoch komme ich auch nicht. Da genauso wenig. Ich muss da rangehen. Sehe ich hier keinen anderen Weg. Oh, man. Und da drinnen war auf jeden Fall nur die Energiezelle. Da geht es definitiv nicht weiter. Hier sehe ich auch keinen Weg zum Hochkommen. Bleibt also nur wirklich der kleine Haken da vorne. Der sitzt hier so bescheuert, dass man da nicht rankommt. Normalerweise hält sie sich doch an diesen Dingern da fest. Ich will hier jetzt aber auch nicht runterfallen. Das wäre... Hier runter kann aber auch nicht angehen, weil von da komme ich ja. Da geht auch nichts hoch, ne? Oder? Doch, das ist doch der Weg, von da ich komme. Ich muss in diese Richtung. Wahrscheinlich zu der Tür da vorne. Wenn ich da ranspringe, kann ich hier hochklettern. Das sieht man ja. Ich frage mich bloß, warum sie sich da jetzt nicht festhält. Wie soll ich denn so weiterkommen? Hier sehe ich auch nichts zum Hochklettern. Versuchen wir es mal mit Anlauf. Anlauf geht hier nicht wegen dem kleinen Hügel hier. Oh Mann, es ist doch jetzt doof. Das ist doch jetzt. Oh Mann, oh Mann. Oh, gut. Weil hier komme ich definitiv nicht drauf gesprungen. Sie hält sich da partout nicht fest. Warum auch immer. Und das schießen kann man es auch nicht, ne? Gibt es denn auch hier drin irgendwie einen Weg oder so, dass ich da irgendwas übersehen habe oder sowas? Ich weiß es nicht. Ich dachte ja auch erst, hier geht es weiter, aber hier haben wir ja nur die Energiezelle gefunden, was sehr, sehr nice ist. Bringt uns aber im Moment hält sich wenig. Nö, hier geht's auch nicht weiter. Also... Oh, Mann. Hier ist nichts zum Hochklettern. Mann, diese Hochkletterdinger hier sind ja nicht umsonst da. Aber die müssen halt da schon die Chance lassen, da überhaupt hochzukommen. Was hier ja nicht gegeben ist. Man kann sich ja hier auch nirgendwo festhalten. Gar nichts. Okay. Das ist... Okay, ich bin sichtlich verwirrt. Ich habe es jetzt bestimmt 10 Minuten lang versucht, da hochzukommen. Ist keine Chance. Da kommt man nicht hoch. Obwohl ich der Meinung bin, wir müssen da hoch. Kann aber auch sein, dass wir von da gekommen sind. Ich bin mir da nicht mehr sicher. Aber auf jeden Fall glaube ich mittlerweile, wir müssen hier runter. Ah, das ist natürlich... Gut. Aber ich bin der Meinung... Keine Ahnung, das ist ja... Ich bin sichtlich verwirrt gerade. Aber zumindest zeige ich die Quest in diese Richtung. Ich bin der Meinung, wir kommen von hier unten, aber... Offensichtlich nicht, weil die Quest in diese Richtung zeigt. Das soll wohl mein Weg hinüber sein. Ja, siehst du das morgen nicht, nämlich. Wir müssen wohl hier lang. Aber gut, leicht verwirrend hier die Anlage. Den gehen wir jetzt hier weiter. Denk nicht drüber nach, Aloy. Mach es einfach. Das hätte ich selbst nicht besser sagen können. Die hält seit 19 Jahren, oder? Naja. Nicht antworten. Ja, besser ist das. Besser ist das. Besser ist das. Gut, den gehen wir jetzt hier rein. Ich weiß nicht, wozu der Weg da oben gut ist. Gut, die Energiezelle haben wir. Geschafft. Dann sind wir jetzt hier drin. Den gucken wir jetzt mal, wo es hier weitergeht.
Da muss ich gleich rein für die Quest, okay. Dann will ich mal kurz gucken, ob hier noch was ist. Nicht runterfallen, Eloy. Ist da unten denn noch irgendwas? Nö, gut. Irgendwann ist das schwer, hier durch diese Sprengung noch den Überblick zu behalten. So. Den geht's hier jetzt wahrscheinlich wieder runter und nicht hoch, Eloy. Wo einmal hier rüber. Rüber, genau. Hier kommt man runter. Den hier nochmal. Wie geht's denn weiter, oder? Nee, jetzt zeigt ja die Quest wieder nach oben. Nicht hier lang. Vielleicht den Schacht hinauf? Auf. Ja, hier war ich ja schon, oder? Okay, hier ist etwas verkehrt. Es ist leicht verwirrend hier. Wo ist denn jetzt der Fahrstuhl, wo wir herkamen? Ist der das? Ja, auf jeden Fall nach oben, wie es aussieht. Oh Mann! Jetzt guckt man sich ja schon vor, so ein bisschen vor, wie wo Zelda oder Resident Evil erstmal wie ich suchen. Mit Rätselchen. Hier geht's weiter. Leicht verwirrend der Gang hier. So, weiter geht's denn hier, ne? Hier drinnen, okay. Den will ich aber erstmal mich da umgucken. Vielleicht ist hier ja noch irgendwas. Oder auch nicht. Gut, aber hätte ja sein können. Den gehen wir hier rein. Hier müssen sie gelebt haben. Es ist nicht viel übrig. Es war dies alles von Stein und Metall umschlossen. Viel übrig in der Tat nicht. Aber da ist zumindest noch eine Audiodatei, die überlebt hat. Den gucken wir mal. Aufnahme. Ich bin gerade aufgewacht. Es ist... Ich sehe die Zahlen, aber ich kann die Uhrzeit nicht erkennen. Ich habe geträumt. Ich hielt eine Vorlesung in der Q-Hall. Etwas über Schamanismus. Ich weiß nicht. Die Zuhörer waren verschwommene Schatten unter offenem Himmel. Ich sagte ihnen, die Welt würde mit einem Knall enden. Einer Roboterplage. Aber die letzten Menschen, wir endeten nicht mit einem Wimmern, sondern einem Flüstern. Also in Höhlen. Wir enden, wo wir angefangen haben, versammelt um ein flackerndes Leuchten. Die Staatsoberhäupter, wichtige Persönlichkeiten, die Anführer und Lotteriegewinner, alle verborgen in ihren kleinen Verstecken. Manche glauben, sie werden überleben, irgendwie, oder Elysium, oder wir hier in Gaia Prime, es macht keinen Unterschied. Eine Vielzahl winziger Gesellschaften, die sich etablieren, auflodern und sterben. Einige werden wunderbar sein. Andere schrecklich. Und keine von ihnen hat eine Bedeutung. Kurzlebige Zivilisationen. Ein letztes Luftholen, bevor der Atem angehalten wird. Bevor ich aufwache, weiß ich, dass mein Publikum weg ist. Ich rede mit mir selbst. Zu einem stillen Planeten, einem Ödland. Es gibt nur Gaia und ihren langen, langen Traum. Ich hoffe, sie fühlt sich nicht einsam. Naja, Gaia ist eine Maschine, ein Computerprogramm. Auch wenn sie sehr intelligent ist. Einsam fühlen kann sie sich, glaube ich, nicht. Finden wir denn hier sonst noch was? Auf jeden Fall, ja, klar, das war das Ende der Menschheit, ne? So die letzten paar Menschen quasi versteckt, bis sie dann irgendwann im Alter, wenn sie so lange überlebt haben. Hier ist nichts weiter. Versiegt sind. So viel wissen wir ja schon. Die Menschen wurden neu erschaffen. Und das Wissen ist denen gewährt geblieben, weil das Apollo-Programm nicht funktionierte. So viel wissen wir auch schon. Warum werden wir hoffentlich noch erfahren? Das waren wohl Art Schlafräume, Wohnräume, irgendwie sowas. Hier ist aber auch sonst nichts weiter. Ah, ich weiß, questmäßig müssen wir gleich da lang. Möchte bloß heute gerne... Ich weiß nicht, vielleicht war das hier auch das Bad, die Dusche, ich habe keine Ahnung. Durch die Explosion ist ja nicht viel übrig geblieben, ne? Da vorne ist hier was noch, was habe ich gesehen. Da müssen wir gleich weiter. Da ist nichts weiter. Gut, den gucken wir mal hier. Die Evakuierung ging so schnell. Es blieb keine Zeit, alles zu durchdenken. Keine Zeit, Abschied zu nehmen. Es gab lange Schlangen in der medizinischen Abteilung. Ich sagte Tom Peck, ich wäre bei ihm, wenn er unters Messer kommt.
Aber da war diese letzte Ladung von Paradiseide-Zygoten, die ich noch fertig machen konnte, wenn ich mich beeilte. Ich bin immer noch wütend, dass er mich zwang zu wählen. Wütend auf mich selbst, weil... Tja, er starb allein. Und die verdammten Paradiesvögel konnte ich auch nicht retten. Jetzt bleibt mir alle Zeit der Welt, um nachzudenken. Gaia Prime ist versiegelt. Das Elysium ist versiegelt. Alle sind sicher. Es ist nur wenige Meilen weit weg, aber es könnte ebenso gut am anderen Ende der Galaxie sein. Die Betas und Gammas und das Betreuungspersonal, sie leben ihr Leben. Wenn ich kein Alpha wäre, wenn es anders gelaufen wäre, könnte ich dort sein. Stattdessen verbringe ich den Rest dieses unnatürlichen Lebens hier, mit Leuten, die ich nicht mal mag. Und ohne den Menschen, mit dem ich gerne mein Leben geteilt hätte, wenn es möglich gewesen wäre. Vor 2 Stunden habe ich die letzten ausführbaren Programme abgesegnet und jetzt bin ich schon verbittert und meckere in diesem Fokus. Darüber sollten zukünftige Generationen mal nachdenken. Gut, aber leider, und er ist halt einer von denen, mussten Leute ausgewählt werden, die das Ganze hier am Laufen halten, bis die Menschen komplett ausgestorben sind. Anders wäre das wohl alles nicht möglich gewesen, auch wenn es natürlich nicht schön ist, jetzt alleine den Rest seines Lebens hier zu verbringen, nicht mal mehr raus dürfen. So, der muss sich hier jetzt wo hoch. Aber bis jetzt haben wir nicht viel entdeckt hier, ne? Aber abwarten. Ich meine, die Anlage scheint groß zu sein. Da bin ich mal gespannt. Ein paar mehr Infos wären vielleicht nicht verkehrt. Da geht's noch weiter. Hier ist nichts zu holen. Gut. Elisabeths Zimmer. Ich weiß. Sie konnte nicht einmal auspacken. Das sind ihre Tagebücher. Elisabeths Tagebücher. Und sie sind alle zerstört? Scanne sie. Der Fokus kann sie wiederherstellen, aber das dauert. Für uns ist er ein mächtiges Gerät, aber sein Antrieb ist winzig und eingeschränkt. Wie lange dauert es? Tage, Wochen, Jahre. Kümmere dich darum, Hades aufzuhalten und die Zukunft zu verlängern, dann lebst du vielleicht lange genug, um sie zu hören. Okay, das heißt, das dauert ein Weilchen. Denn kümmern wir uns erstmal darum, hier weitere wichtige Informationen zu erfahren. Ihre Tagebücher sind ja jetzt nicht so wichtig. Denke ich mal. Aber wo geht's denn jetzt weiter? Ich meine, hier muss ja irgendwo ein Durchgang sein. Da, ne? Ja? Nee, doch. Zu holen ist hier anscheinend nichts. Nee, von hier kommen wir. Okay. Das heißt, das muss irgendwo hier. Hier waren wir auch gerade drin. Aber wo geht's denn hier weiter? Ah, hier oder was? Das habe ich gerade nicht gesehen, wegen den ganzen Felsen. Ich sage ja, das ist verwirrend hier. Und jetzt hoch? Komme ich denn da jetzt hoch? Ah, hier lässt sich zumindest mal klettern. Sehr schön. Hier muss man durchgehen. Also Gaia, du hast nicht viel... Was ist das? Nicht viel heil gelassen. Okay, bevor ich das gleich scanne, das gehört zur Hauptstory. Einmal kurz hier gucken, ob ich hier irgendwo... Die Tür ist zu. Alles klar. Ich will nur wissen, ob hier irgendwo was ist. Außer geht es hier einmal rum. Und da wieder runter. Okay, ist hier denn noch irgendwas? Großer Arbeitsraum, Gemeinschaftsraum. Oder eher so ein großes Büro, aber hier gibt es anscheinend auch nichts. Hier haben wohl die letzten paar Menschen, die dafür zuständig waren, Gaia am Laufen zu halten, den Rest ihres Lebens verbracht. Okay, den gucken wir erstmal hier. Was ist das denn? Mal sehen, was ist hier passiert? Hier spricht Charles Ronson. Vor 6 Stunden erfolgten die letzten Arbeiten an Gaia Prime. Heute Morgen kam es zu einer Fehlfunktion beim Zugang. Gaia Primes Portsiegel schließen sich mit einer Fuge von höchstens 2 Millimetern. Doch eins ließ eine Lücke von 10 Millimetern. Genug Platz für eine Energiesignatur. Genug für den Schwarm, diese Anlage zu entdecken. Genug, um Gaia zu finden und zu zerstören. Genug, um die Zukunft zu beenden,
für die wir so hart gearbeitet haben. Es sei denn, wir reaktivieren die Servos manuell. Von außen. Ich schalte jetzt zu einer Aufnahme des Vorfalls. Also, ich gehe da nicht raus. Kommt gar nicht in Frage. Entweder schicken wir jemand raus, oder das alles hier war umsonst. Liz sollte das entscheiden. Also, wann wird sie denn endlich hier sein? Sie sagte 5 Minuten. Glaubt ihr, etwa... Oh nein. Okay, Leute. Ich hab's repariert. Gaia? Siegelfuge bei 1,4 Millimeter. Bestätigt. Elisabeth, nein. Wir finden einen Weg, dich hier rein... Es lässt sich nicht machen. Der Schwarm ist zu nah. Wirklich. Es ist okay. Gaia ist fertig. Sie wird sich jetzt um alles kümmern. Dafür ist sie da. Doch nicht so. Es gibt noch so viel. Leute, ihr kennt mich. Abschiede sind nicht meins. Oder große Worte, also... Lassen wir's. Also... Mach's gut, Liz. Und... Wir sehen uns. Ja. Passt gut auf euch auf. Liz. Es ist okay für mich. Ich will nach Hause. Lebt wohl. Das war die letzte Nachricht von Elisabeth Sobeck. Sie gab alles für die Hoffnung auf Leben auf diesem Planeten. Und wir stehen alle in ihrer Schuld. Boah. Kurz gesagt, sie ging raus, um den Fehler zu beheben, weil ja sonst alles sinnlos gewesen wäre. Und hat da quasi ihr Leben geopfert. Sie kam ja nicht mehr rein, weil der Schwarm sie sonst bemerkt hätte. Sie sagte nur, sie will nach Hause. Jetzt ist nur die Frage, hat sie es jemals zu ihrem alten Zuhause geschafft oder wurde sie vorher vom Schwarm getötet? Das ist schon heftig. So, was soll ich jetzt, bevor wir jetzt mit dir reden? Warte mal, hier sind noch ein paar Audiodateien. Hallo, Liz. Ich weiß. Ich weiß, dass du das hier niemals hören wirst. Aber darum geht es nicht. Du musstest die Retterin und Märtyrerin und alles auf einmal stehen. Che, von Ted Farrow, der überhaupt erst für diesen ganzen Kram verantwortlich ist. Der, genau der muss sich jetzt ausspielen? Oh Mann. Also Liz, du warst ein hübsches, verlässliches Mädel. Es tut mir leid, dass es dich zuerst erwischt hat. Wenn es ein Zuhause für dich gab, hoffe ich, dass du angekommen bist. Aber dieses Denkmal, das Ronson dir gesetzt hat, irgendwie gruselig, wenn du mich fragst. Ruhe in Frieden, Liz. Du hast es weiß Gott verdient. Ja, sie hat ja auch nur versucht, alles zu retten. Du würdest es hassen, Liz, aber ich habe eine Laudatio auf dich geschrieben. Ich wollte versuchen auszudrücken, alle deine Kinder, wenn sie von Apollo gelernt haben, werden sie denken, dass sie alles wissen. Aber sie müssen begreifen, was du für sie getan hast. Wie sehr du die ganze Welt geliebt hast. Mit einer Intensität, die überwältigend war. Umfassend. Und die dich am Ende getötet hat. Oder für die du gestorben bist. Je nachdem, wie man es sieht. Niemand konnte mit dir mithalten, dir gerecht werden. Ich weiß nicht, vielleicht wenn ich die Postdoc-Stelle in Johannesburg nicht angenommen hätte. Ich bin froh, dass du das Lightkeep-Protokoll schließlich doch aufgegeben hast. Ich glaube, ich hätte es nicht ertragen, ein anderes Ich von dir zu sehen. Ich meine, Elisabeth Sobeck, sie ist einmalig. Ich vermisse dich. Hier, die Leute haben versucht, sich von ihr zu verabschieden. Auch wenn sie es selber niemals gehört hat. Kurz gesagt, sie hat sich geopfert, damit es letztendlich doch noch klappt. Aloy? Sie ist tot. Wirklich tot. Aber das wusstest du doch schon, Aloy. Und ihre Leistungen waren... mehr als außergewöhnlich.
Als ihre Leute zögerten, übernahm sie die Verantwortung. Nur sie war bereit dazu. Sie war besser als sie. Das meinte ich nicht. Das war sie. Das kannst du dir ruhig eingestehen. Oh Mann, naja, besser. Sie wusste, dass alles davon abhängt. Sie hatte quasi keine andere Wahl. Sie konnte nicht warten, bis alles ausdiskutiert wurde. Der Schwarm war zu nah. Nicht so, wie du meinst. Du verstehst es einfach nicht. Benimm dich nicht wie eine Maschine. Ja, aber er versteht es einfach nicht. Er denkt immer nur an sein Wissen, hat keine Ahnung von Gefühlen. Wenn du das glaubst, hast du sie komplett missverstanden. Jeder hatte für sie einen Wert. Alles war erhaltenswert. Für diese Idee hat sie ihr Leben gegeben. Trotz allem, was du erfahren hast, verstehst du es nicht. Die einfachste ihrer Ansichten und die wichtigste. Nein. Sie hatte mehr Verstand und einen größeren Willen. Es ging nicht um Sentimentalität. Du liegst falsch. Du weißt doch, es hat ihr nicht gereicht, dass Gaia nur denkt. Sie hat ihr beigebracht, zu fühlen. Sich zu sorgen, Opfer zu bringen, ans Leben zu glauben, um die Hoffnungslosigkeit zu überwinden. Ohne diese Sentimentalität gäbe es kein Leben mehr. Du und ich hätten niemals existiert. Dein Argument ist gut. Es tut mir wirklich leid. Sie sagte, sie wolle nach Hause. Vielleicht. Was? Nichts. Machen wir weiter. Okay, also manchmal ist Silence ein Arschloch. Manchmal ist er wirklich ein Arschloch. Und trauen tue ich ihm trotzdem noch nicht. Okay, jetzt geht's da oben weiter. Den werden wir jetzt mal Lugi-Lugi machen. Wir werden ja bestimmt noch mehr. Gut, wir wissen jedenfalls, dass Elisabeth Solberg nicht bis zum Ende bei Gaia war. Sie es versucht hat, nach Hause zu kommen. Ob sie es geschafft hat, ich weiß es nicht. Hoffen wir es mal. Das weiß anscheinend niemand. Gut, da geht's weiter. Ist hier denn noch irgendwas? Nein. Ah, von dieser Anlage ist ja jetzt auch nicht so viel übrig, ne? Da muss ich rennen. Gut, da geht's gleich wieder hoch. Hier ist aber auch nichts weiter. Ich dachte echt, das geht weiter runter hier in der Anlage, aber es geht anscheinend... Wie soll ich denn hier hochkommen? Da ist auf jeden Fall noch eine Audiodatei. Von Ted Farrow. Was pflanzen wir in ihre Köpfe ein, Liz? Jede Menge Geschichte? Jede Menge der sogenannten Wahrheit? Jede Menge Klatsch? Das ist keine Gedankennahrung, Liz. Es ist Gift. Ah ja. Wollte die Leute lieber am Dummen lassen? Ich werde das Gefühl nicht los. Dass Ted Farrow irgendwas damit zu tun hat, dass Apollo nicht funktioniert. Es hört sich ja gerade so an, als wenn er gar nicht will, dass die Leute hier alles erfahren, was passiert ist, also die Nachkommen. Wenn er schon sagt, das ist Gift? Ah, aber abwarten. Wie hat er das denn selber gemacht? Ted Farrow war doch gar nicht hier, oder? Wieso will er denn Apollo ausgeschaltet haben? Ah, mal gucken. Vor allem muss ja auch irgendwo die Überreste von Gaias Kern hier sein, ne? Wenn Gaia sich hier gesprengt hat. Okay, jetzt geht's hier erstmal wieder raus. Jetzt haben wir hier wieder ein Loch. Am Ende des Kraters ist noch ein Bereich. Er scheint die Explosion überstanden zu haben. Weil er gepanzert war. Du hast den Kontrollraum gefunden. Ich bin auf dem Weg. Ja, erstmal einen Weg dahin finden, aber gut, Eloy, gut. Das kriegen wir schon alles irgendwie hier runter? Sieht fast aus. Na, komm. Na. Jetzt. Ah, wenn man nicht Millimeter genau steht, ne? Denn. Boah, sag ich jetzt von hier darüber? Das geht doch gar nicht. Wie soll ich denn das machen? Hier runterstürzen ist Selbstmord. Vielleicht von hier darüber sprengen? Damit man wieder zurückkommt, ist der Fläche da? Ich muss es mal probieren. Oh. Hätte auch daneben gehen können, aber gut. Aber diese Anlage hier ist schon sehr, sehr zerstört. Gut, hätte mich aber auch gewundert, wenn sie noch stehen würde nach einer Explosion. Darüber? Ja. Gut, den da wieder rauf. Da ist noch irgendwo wahrscheinlich der hingeschleudert worden oder so. Den gucken wir mal. Auch von Ted Farrow? Ich habe mir das Projekt genau angesehen. Letztendlich ist es ganz einfach. Es ist sauber. Es ist klar. Es ist die Löschung. Addition
durch Subtraktion. Ich kann es besser machen, Liz. Mit einem einzigen Handgriff kann ich alles zum Verschwinden bringen. Mir gefällt nicht, in welche Richtung das geht. Nein, mir auch nicht. Mach weiter. Mir auch nicht. Ted hat definitiv was vor. Alter, er ist verursacht, hat er überhaupt das Aussterben der Menschheit und nun mischt er sich auch noch in die Hilfsbemühungen ein, irgendwas zu retten? Was ist denn das für ein... Naja, wir werden es erfahren. Wir werden es schon noch erfahren. Es ist nur die Frage, wohin, ne? Hier hoch irgendwo. Ja, aber hier kommt man ja nicht hoch, oder? Doch. Also die Klettermöglichkeiten sind hier katastrophal, wenn ich das so sagen darf. Hier muss es da irgendwo einen offiziellen Weg hochgeben. Nee, da auf jeden Fall nicht. Hier runter auch nicht. Das ist glatter Selbstmord. Zeigt auf jeden Fall da hoch. Aber wie soll ich denn da hochkommen? Hier ist was Gelbes, aber das hilft mir jetzt auch nicht weiter. Hier vielleicht? Hier. Okay. Hatte ich nicht gesehen. Wegen da vorne dem... Gut. Ja, die zeigen ja manchmal auch den Weg, die verschiedenen Datenpunkte. Aber diesmal... Gut. Hier lang... Alter, was? Sind das so eine... Ah ja, gut. Da geht's rein, ne? Jo, ist hier denn noch was? Oh, sieht nicht danach aus. Gut, dann geht's hier weiter. Den hier rin. Alles klar. Okay, ich habe mich da gerne an der Seite noch umgeguckt, aber das ging gerade automatisch. Da ist sie jetzt automatisch hingelaufen. Okay. Hier liegen überall Tote. Das waren wahrscheinlich die letzten, die hier auf Gaia aufgepasst haben. Aber wieso sind die alle so in einem Raum gestorben? Als ich die Luke geöffnet habe, von dieser Seite aus strömte Luft hinein. Weil niemand in der Kammer war. Aber die Alphas waren da drin. Ja, das waren alle, die auf Gaia aufpassen sollten. Aber wenn hier keine Luft drin war, sind die ja erstickt? Haben sie sich gemeinschaftlich umgebracht, indem sie sich die Luft abgedreht haben? Das kann ich mir nicht vorstellen. Die wussten doch, wie wichtig deren Aufgabe war. Mal gucken. Kein Zugriff zur Kernkontrolle. Alpha-Freigabe blockiert. Verdammt, was ist Omega-Freigabe? Oh nein. Alpha-Personal. Es tut mir wirklich leid, aber ihr müsst mir zuhören, ja? Ich habe euch etwas zu sagen. Es ist nicht einfach. Also, bitte stoppt eure Zugriffsversuche, okay? Denn es geht darum, dass, hört doch jetzt endlich mit diesen Zugriffsversuchen auf. Was ich sagen will, ist, ich muss immerzu an die denken, die nach uns kommen. Unschuldige. Tadellose Männer und Frauen. Von uns sollen sie Wissen bekommen? Wie ein Geschenk? Ted, das haben wir schon besprochen. Apollo hat über 3000 Ausfallsicherungen. Das ist kein Geschenk, es ist eine Krankheit. Sie sind die Heilung und wir verbreiten Krankheit. Unsere Krankheit? Nein, das geht nicht. Und es ist nicht zu spät. Wenn wir ein Opfer bringen können... So muss es doch nicht laufen. Das tut es schon, Samina. Und zwar seit 3 Minuten. Ich habe Apollo gelöscht. Er ist weg, ganz weg. Alle Kopien. Ein Opfer bringen? Das ist kein Opfer. Das ist kulturelles Vergessen, du irrer Bastard. Jahrtausende der Kultur. Tut mir leid. Wirklich, ich... Aber manchmal müssen zum Schutz von Unschuldigen... Unschuldige sterben. Notfallwarnung. Abfall der Atmosphäre. Was für ein Pisser, Alter. Hat er jetzt allen Ernstes? Ja. Deswegen sitzen die hier alle.
Echt jetzt? Nur weil er der Meinung ist, dass sie Nachkommen mit dem Wissen vielleicht gleich einen Fehler machen, vielleicht aber auch nicht, vielleicht hätten sie daraus gelernt und hätten es besser gemacht. Echt jetzt? Nur weil er der Meinung ist? Meint er, hier alle umbringen zu müssen? Und hat Apollo gelöscht? Deswegen sind die Leute wie im Mittelalter zurückgefallen. Deswegen ging nichts. Alter, was für ein Wisser. Er selber saß wahrscheinlich irgendwo ganz anders in Sicherheit, dass sie nicht an ihn rankamen. Boah, Alter. Man hätte ihn hier alleine einstellen müssen. Und zwar quälen bis zum Ende. Das geht doch so nicht weiter. Echt jetzt? Gut, aber reden wir erstmal mit Silence. Sowas riecht mich auf. Hat sie umgebracht. Das ist also der Grund. Der Grund, warum wir in finsterer Unwissenheit gefangen waren. Wegen der Unschuldigen. Unschuldige. Er hätte mal den Sonnenring sehen sollen. Alles, was diese Leute erreicht hatten. Alles Wissen der Alten. Ausgelöscht. Weggeworfen. Einfach in die Leere. Genau wie auch die Alphas selbst. Nein. Keine Leere. Als die Luke aufging und ihre Asche der Wind verwehte, gelangten sie in ihre neue Welt. Die Welt, in der wir leben. Sie ist ein Monument dessen, was sie erreichen wollten. Ein Monument des Vergessens. Nicht des Vergessens, Silence. Der Hoffnung. Echt jetzt? Oh Mann. Geh lange die Master über Brück. Alter, was? Nee, da kann ich nichts mehr zu sagen, Alter. Was für ein Bastard? Was? Welches Recht? Mit welchem Recht macht er sowas? Die Masterüberbrückung. Sie ist so klein. Jetzt musst du damit nur noch Hades vernichten. Alter, was? Kehren Silence Werkstatt zurück. Ja, das werden wir machen. Allerdings, bevor der erst am Ende ist, storymäßig haben wir ja erfahren, warum Apollo jetzt gelöscht wurde, ehrlich gesagt. Und dass Ted Farrow noch ein größeres Arschloch ist, als wir dachten. Gut, das werden wir auch machen. Das aber allerdings morgen. Heute sind wir erstmal am Ende. Schön, dass ihr dabei wart. Bye, bye.